gibt wenige Mädchen, die von sich behaupten können, sie sind Kunstdrahtartistin. Ich stelle Ihnen jetzt eine vor und die heißt Jada. Hallo Thomas. Jada, ich habe gehört, du bist eine ganz Wilde. Ja. 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 Aber so ein paar so Schramm hast du dir schon geholt. Die stehen dir gut, muss ich sagen. Aber dankeschön. Wo hast du die in der Backe her? Also einmal bin ich mal so ein bisschen gegen die Glasscheibe gerannt. Dann hat mich ein Hund gebissen. Hm. Und dann bin ich noch ein paar Mal hingefallen. Ist das Zufall oder bist du einfach ein bisschen schneller unterwegs als andere Mädchen? Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Guckst du mal Fernsehen ab und zu? Ich guck eher YouTube, aber mein Handy wurde gestern geklaut, also eher nicht mehr so. Ach komm, die hat jemand das Handy geklaut? Ja, gestern. Wenn wir den erwischen, vielleicht guckt der zu, der Idiot. Ja, hier. Hast du jemanden im Verdacht oder wie? Nee, aber... Das ist ärgerlich, das hast du nicht verdient. Dankeschön. Weißt du was, ich finde, wenn die von Sat.1 sich so ein teures Sofa leisten können, dann kriegst du auch ein neues Handy von uns. Oh, das wäre aber nett. Das machen wir jetzt einfach, okay? Gut. Anstatt so hässliche Kissen zu kaufen, investieren wir jetzt in dein neues Handy. So hässlich sind sie ja gar nicht. Aber das finde ich hässlich. Das ist das Schönste. Also echt? Bitte. Das war mal ein Schwein. Dann kriegst du ein Handy und das Kissen darfst du auch noch okay, mitnehmen. Was ist dein Lieblingsfach? Sport. Das glaube ich. Ich hasse aber Deutsch. Aber mein Deutschlehrer ist cool. Ja? Ja. Ich war auch mal Deutschlehrer. Das glaube ich nicht. Doch. Sicher. Echt, ja? Echt? Ich war Lehrer und da habe ich auch Deutsch unterrichtet. Cool. Aber ernst genommen haben die mich nicht. Hätte ich, glaube ich, auch nicht. Entschuldigung. Hm. Kann man nichts machen. Ich glaube, habe ich dir gerade ein Handy geschenkt. Ich kann gar nicht verstehen, dass du sagst, du bist nicht gut in Deutsch. Du sprichst so schön. Also ich bin schlecht in Rechtschreibung. Na komm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Jada ist auch ein schwerer Name. Wie schreibt man den? Da steht's. Da steht's. Ja. Da hast du recht. Bedeutet das irgendwas in irgendeiner Sprache? Also es gibt mehrere Bedeutungen, aber es hat sich, glaube ich, niemand auf eine festgelegt. Sag mir mal eine. Die mit dem langen Hals oder so. Die mit dem langen Hals? Ja. Was heißt der mit der langen Nase? Cello? Nein, Pinocchio. Pinocchio. Bitteschön. Du bist ja auch noch schnell. Ja. Ich wollte schon immer mal ein Promi interviewen, also dürfte ich das mal kurz machen, so ein bisschen. Wenigstens behauptest du, ich bin Promi, da bin ich ja schon froh. Darf ich mich auf eine höhere Position begeben? Selbstverständlich. Dankeschön. Also. Ach, da bin ich gespannt. Hast du ein Boot oder eine Yacht? Und wenn ja, kannst du mich mal mitnehmen? Ein Schlauchboot können wir beide uns aufblasen und dann fahren wir los. Ich habe weder ein Boot noch eine Yacht. Schade. Ja. Also wer sind so deine ganzen Nachbarn in Amerika und so? Oh, meine Nachbarin ist Miley Cyrus. Ja? Ja. Die wohnt gegenüber. Und da bewachen sie jetzt mein Haus mit, weil die bewacht wird. Ich habe aber den Wachleuten gesagt, macht euch keine Sorgen, wenn die einer klaut, der bringt die in einer halben Stunde wieder. Hast du Vorbilder? Günther Jauch. Du solltest mal Journalistin werden. Apropos Journalistin. Ich würde mal gern was im Fernsehen machen oder so. Und hast du da Tipps ja oder so? Tipps für dich im Fernsehen? Ja. Man muss so sein, wie man ist. Und du bist so, wie du bist. Und wenn du sagst, ich habe da eine Macke an der Backe, finde ich prima. Also das ist, so bin ich halt. Da merken sich das die Leute. Kannst du mal sagen, ich bin die mit der Macke in der Backe. Alle gehört, ich bin die mit der Macke an der Backe. Gut. Ich komm mal wieder runter. Wenn du so gut Kunstrad fährst, wie du redest, dann gehörst du wirklich ins Fernsehen. Gut. Ah ja, sowas freut mich immer. Das ist immer so toll. Ja. Ja, du bist auch toll. Also bleib, wie du bist in Ordnung, Jada. Und ich kann deinen Eltern nur sagen, bisher haben sie alles richtig gemacht. Danke, Mama, danke, Papa, dass ihr alles richtig gemacht habt. Ja, guck mal. Dann fährst du jetzt mit deinem Sofa nach hinten.
Ich muss sagen, habe ich ein bisschen verliebt in dich, Shader. Jetzt präsentiere ich Sie mit Ihrer Kunstrad-Performance. Das war ja unglaublich. Mehr kann man ja auf dem Fahrrad gar nicht machen. Ich habe gedacht, du fährst da ein bisschen im Kreis rum, wenn ich Glück habe, auch mal rückwärts. Aber da am Kopf und so alles, das ist ein ganz normales, nee, ein Kunstrad, ne? Ja, das hat halt keine Bremsen und so. Kann da ein normaler Mensch auch fahren? Ich meine, ich kann... Also Straßen, ganz normal auf der Straße kann man mit dem nicht fahren, aber du kannst mal probieren, wenn du willst. Also auf der Straße kann man nicht fahren. Wenn es keine Bremse hat, falle ich gleich ins Publikum. Das ist ja für dich ein Laufrad, also müsste es ja eigentlich nicht so schwer sein. Für mich ist ein Laufrad, genau. Ich kann einfach und dann kann man so... Elegant. Aber das sieht in Zeitlupe sieht das sicher gut aus. Guck mal, was ich kann. Und Bremsen hat es auch keine. Nee, es hat gar nichts von allem, was ein Straßenfahrrad hat. Also sollte man mit dem jetzt nicht auf der Straße fahren? Kann man, sollte man aber nicht. Also nicht in diesem belehrenden Tumpchen. Das Einzige, was für meinen Hintern passt, ist der große Sattel. Ja. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, ich treffe dich mal wieder. Hoffe ich auch. Dankeschön und schönen Abend noch.